Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, zuerst mal willkommen Ihnen allen in unserem friedlichen Frankfurt. Ich bin sehr stolz über das, was heute hier passiert. Nun lebt unsere Stadt Frankfurt vom Freihandel. Sie lebt vom Handel überhaupt. Von daher stellt sich vielleicht für den einen oder anderen, der die Frankfurter nicht kennt, warum spricht der Oberbürgermeister dieser Stadt ausgerechnet auf einer solch globalisierungs- und kapitalismuskritischen Kundgebung? Die Antwort, liebe Freunde, ist ganz einfach. Wir haben auch in dieser reichen Stadt Frankfurt Sorge und Ängste, was uns diese Abkommen bringen. Und ich glaube, diese Ängste sind mehr als berechtigt. Und wir wollen hier keine Marktöffnungsverpflichtungen für unsere soziale Daseinsvorsorge, für Strom, Gas, Wasser, Energie, Abfall und den Verkehr. Das wollen wir in dieser Stadt nicht, meine Damen und Herren. Und selbstverständlich verteidigen wir unsere Errungenschaften. Das gibt es nicht in vielen Städten, dass eine Stadtregierung und ein öffentlicher Wohnungsbaukonzern beschließt, nach vielen Auseinandersetzungen, wo man uns gewarnt hat, das wäre marktfeindlich, das wäre wirtschaftsfeindlich, das würde zum Untergang der öffentlichen Nahversorgung führen, dass wir beschlossen haben, gemeinsam parteiübergreifend, wir werden in dieser Stadt einen Mietpreisstopp durchsetzen, liebe Freunde. Aber eins ist klar, und das wissen die Frankfurter, solche Errungenschaften müssen verteidigt werden. Sie kommen nicht von alleine. Und deshalb lehnen wir auch nur die Diskussion über eine Liberalisierung dieses Bereiches grundsätzlich ab. Und wenn ich sage das jetzt persönlich, solche Formulierungen schon höre, den Bruch legitimer Gewinnerwartungen, das Verstoß gegen das Prinzip billiger und gerechter Behandlung von Investoren, dann sträuben sich auch mir als Frankfurter Oberbürgermeister die Nackenhaare, dann weiß ich, was da geplant ist. Und wir sind friedlich in dieser Stadt und deshalb brauchen wir keine Konflikte, ob Rettungsdienste, ob Wohlfahrtsverbände, ob Kirchen etwas Marktgängiges sind mit ihren Sozialleistungen oder nicht. Das wissen wir selbst. Das wollen wir selbst kommunal entscheiden. Und da lassen wir uns von nichts und niemand reinreden, liebe Kolleginnen, liebe Freunde. Wir wollen auch nicht diskutieren, ob es für amerikanische Anbieter im Bildungsbereich sinnvoll ist, in den Frankfurter Markt mit Kita Frankfurt, unserer Volkshochschule, einzutreten. Wir wissen, was wir an unseren Kindergärten haben. Wir wissen, was wir an unseren Volkshochschulen haben. Und auch das, liebe Freunde, verteidigen wir mit Zähnen und Klauen. Und stellen Sie sich einmal vor, dort, wo wir subventionieren, und wir tun das mit Überzeugung, weil die Zukunft, die Bildung unserer Kinder ist eben wichtig als die Frage, ob man ideologisch für Marktöffnung und Marktliberalisierung eintritt. Die Menschen in dieser Stadt interessiert es nicht, ob es dem wahren Marktprinzip entspricht, ob solche Leistungen subventioniert sind oder nicht. Sie wollen, dass ihre Kinder qualitativ und angemessen betreut werden. Und dafür steht die kommunale Daseinsvorsorge. Und das ist eine staatliche Leistung. Auch die lassen wir uns von niemand nehmen.
Und stellen Sie sich bitte für einen Moment vor, dass diese kommunalen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtsverbände von AWO bis Caritas, von Diakonie bis Deutschen Roten Kreuz, das, was wir an unseren Krankenhäusern subventionieren, an dem öffentlichen Wohnungsbau, vor Investitionstribunalen grenzübergreifend beurteilt wird, ob die Frankfurter sie alle noch haben, ob das marktgängig ist oder ob es vielleicht, wie wir es sehen, unser Recht ist. Und wer es anders mag, soll einmal den Blick über den kleinen Teich richten. Da gibt es eine ehemals sehr stolze Nation, die hat sich verabschiedet aus dem europäischen und internationalen Kontext. Da hat man diskutiert über Buy British und über die glänzende Isolation dieses Landes. Der Preis wird sehr hoch sein. Und der Preis ist auch in der Vergangenheit für die Marktradikalität, die man auf dieser Insel bezahlt hat, sehr hoch gewesen. Unvergessen die Geschichten über die U-Bahn in London, die aus den Gleisen gesprungen sind, weil vor lauter Liberalisierung nach Thatcher dort eben die Wartung nicht mehr funktioniert hat. Unvergessen, dass die Firma Coca-Cola bis heute dort an der Wasserversorgung mitverdient und sie verdienen verdammt gut. Das brauchen wir in Frankfurt nicht, das brauchen wir in Deutschland nicht und auch nicht in einem sozialen Europa, liebe Freunde. Wenn diese Position sich selbst politisch isoliert, kann man nur sagen, Mitleid mit der englischen Bevölkerung. Aber ich möchte zum Schluss zusammenfassend auch sagen, worum es geht. Es geht nicht nur um ein Abkommen. Es geht um die Grundfesten unseres sozialstaatlichen Verständnisses. Für die Freunde der CDU, die heute anwesend sind, meinetwegen um den rheinischen Kapitalismus. Es geht im Prinzip um das, wie wir unsere Stadt, unser Land sehen. Es geht um die Teile des kommunalen Sozialstaats. Es geht um die Verteidigung gesellschaftlichen Reichtums für alle. Und es geht im Prinzip um das eine, es geht um soziale Gerechtigkeit. Und die mich gefragt haben, warum sind Sie hier, Herr Oberbürgermeister, damit auch abschließend die Antwort. Deshalb bin ich hier, deshalb bin ich mit Ihnen, deshalb meine Unterstützung. Und die Parole heißt, stoppt TTIP und CETA. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus